Grüß Gott, Gerhard. Servus, grüß dich. Wir haben heute das große Vergnügen, dich hier am Gossausee zu treffen. Erstmal recht vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Warum hast du gerade diesen Ort gewählt, damit wir uns hier sprechen können? Wir sind da auf einem ganz alten Kulturboden. Vor ein paar hundert Jahren war hier schon Alexander von Humboldt, der diesen einmaligen See und die Umwelt hier als das Auge Gottes benannt hat. Und zur Jahrhundertwende waren hier 34 Bergführer beschäftigt, die diese Leute, die das Geld hatten dazu, in die Berge führten. Heute sind hier Taucher, die die Tauchtouristen dorthin führen, wo sie sofort zum Urlaubserfolg kommen. Sie zeigen ihnen die schönsten Plätze, sie zeigen ihnen, wo die Fische leben. Sie wissen, wo der Taucher zum Urlaubserfolg geführt wird. Apropos Tauchen, wann fing das bei dir an mit dem Tauchen? Kannst du dich noch daran erinnern? Na sicher, ich kann ja nichts anderes wie tauchen. Das ist meine Welt. Ich habe 1974 die erste Tauchschule hier gegründet und war einer der ersten Taucher in Österreich und haben sehr viele Aktionen, auch hier da, nicht nur in Hallstatt, sondern auch hier am Gossausee geführt, weil es der See ist, der die schönste Sicht hat, die klarste Sicht hat und weil er einfach ein Traum ist und wir sehr, sehr viele prominente Taucher hier hatten, die genau das wussten, dass die Zukunft im Salzkammergut der Tauchtourist ist. Du hast ja einen Tauchclub gegründet, Tauchclub Dachstein Salzkammergut, ist das richtig? Das ist richtig und er wird auch sehr gut weitergeführt mit Gerhard Kaiser. Das heißt, wir haben einen Kaiser als Präsidenten und er macht das sehr gut und er führt auch hier die Leute zum Erfolg, die tauchen. Auf deiner Webseite habe ich gefunden, dass du in diesem Tauchclub auch Ehrenmitglieder hast. Zum Beispiel Hans Haas, ist das richtig? Vielleicht kannst du dazu sagen, wie ihr euch kennengelernt habt und was euch verbindet oder verbunden hat. Ja, für uns war und für viele andere Taucher ist Hans Haas der Vater des Tauchens. Und er hat ja auch hier in Salzkammergut seine Karriere begonnen, und zwar am Wolfgangsee in Stocker 8. Dort hat er 1945 gelebt, hat seine meist geschriebenen Bücher verkauft, die er dort geschrieben hat. Und sein Sohn Hans Haas Junior ist dort geboren. Und er hat dort hochinteressante Persönlichkeiten gehabt, die wir später kennengelernt haben. Nobelpreisträger Karl von Frisch, der damals schon sich mit der Sprache der Fische beschäftigt hat und Schreckstoffe entwickelt hat, die Hans Haas weiterentwickeln wollte für die Haiabwehr, wobei er drauf gekommen ist, dass die gar nicht so gefährlich sind und dass man nichts braucht, um sie abzuwehren. Bei Facebook habe ich ein Foto gefunden von dir und Jacques Cousteau. Wie kam das zustande? Naja, wo man am besten tauchen kann und am besten filmen kann, das ist das Salzkammergut. Und nachdem sie einen Beitrag geschaffen haben vom Morgenland ins Abendland, das war ein Filmbeitrag über die Donau, über den Rhein-Main-Donau-Kanal, wie man die Verbindung herstellen konnte, wollten sie in der Donau filmen, aber da ist heute immer ein trübes Wasser. Und was sie dort eben nicht filmen konnten, haben sie im Salzkammergut in unseren Seen gefilmt. Und so kam der Kontakt zusammen, der viele Jahre gehalten hat, wenn sie was brauchten aus dem Süßwasser oder Kaltwasser. Mhm. Dann haben sie das hier gemacht und es war uns eine sehr große Ehre, mit denen arbeiten zu dürfen. Ja, das ist sehr interessant, auch gerade für viele Taucher, die die Hintergründe gar nicht kennen. Apropos Kaltwasser,
Wir waren gestern, Guido und ich waren gestern im Hallstätter See. Da gibt es ja auch eine Geschichte dazu und auch der Toplitzsee. Was sind da so deine Erinnerungen daran, die ja sicherlich auch schon einige Jahre zurückliegen? Naja, einmal über das Tauchen gesprochen. Das Interessanteste ist einmal die Biologie unter Wasser, ob das die Pflanzenkultur ist oder die Fischkultur. Sensationell. Dann gibt es die Geologie. Viele dieser Seen haben sich in den letzten paar tausend Jahren strukturell verändert. Da gibt es auf 8 bis 20 Meter Pfahlbaudörfer, die kann es nicht geben, weil es solche Piloten gar nicht gibt, die so lang sind. Es gibt gehackte Steinquader unter Wasser, Kreise davon. Das gibt es nicht, weil so tief auf den Wassertiefen kann es sowas nicht geben. Es gibt Tropfsteinwände, es gibt Wälder unter Wasser, die abgesunken sind, angewurzelte. Sowas kann es nicht geben, aber es gibt es. Und sowas müsste von Experten, die das einmal studiert haben, bearbeitet werden. Wieso sind die alle so um die 20 Meter? Das heißt, der Seespiegel war mal bei allen Seen auf 20 Meter tiefer. Okay. Warum ist das so? Wissen wir nicht. Aber es gibt keine Experten, die darüber forschen. Und die interessante ist die Historie. Das ist das Interessanteste, weil alles, was man nicht haben wollte, von der Prähistorik bis in die Jetztzeit, Drittes Reich vor allem, hat man schnell in den See versenkt und dort findet man Sachen, die so brisant und so interessant sind, ob es ein alter Panzer ist oder ein Maschinengewehr oder Bajonette oder jede Menge Material, das in Massen dort unten liegt, das man schnell versenkt hat, um die Vergangenheit zu vergessen. Ja, wenn wir über die Geschichte der Seen sprechen, fällt dann ja auch sofort der Toplowitzsee ein, hattest du vorhin schon kurz erwähnt. Da gab es eine Bergungsaktion vor ein paar Jahren oder eigentlich schon Jahrzehnten. Wann war das und was ist da passiert? Naja, das war eigentlich die Aktion vom Stern, die ein Journalist Löde organisiert hat und dort Unmengen von Pfundnotenscheinen kistenweise geborgen hat und das nicht nur das, sondern auch Dokumente und Druckplatten dieser Scheine geborgen hat, ungefähr 100 Kisten, die dann abtransportiert wurden und alle möglichen Unternehmen hatten weiter das Gold von Toplitzsee gesucht, nicht gefunden, wird man auch nie finden. Wobei auch diese Kisten so versenkt wurden, dass man sie wieder bergen kann. Und auch die Goldkisten hätte man so versenkt, dass man sie wieder findet. Und speziell die Aktion der Amerikaner, die dort gemacht wurden, hat 2 Millionen Euro gekostet. Aber die haben sehr stümperhaft gearbeitet und diese Aktion hätten sie sich sparen können. Und die Geschichte dieses Sees ist so hochinteressant, dass man ewig das Gold suchen wird. Der See ist aber ganz sicher goldeswert, wenn es wirtschaftlich genutzt würde. Und würde man dort geführte Tauchgänge machen, würde man von allen Kontinenten hierher fliegen und dort tauchen. Im Wolfgangsee gab es auch eine Aktion? Ja, ganz interessant ist das, der Wolfgangsee, ja, wo unser Hans Haß wohnte. Und dort gibt es auch eine Geschichte vom Silberschiff in Wolfgangsee. Das hat Hans Haß gefunden und hat 1947 2 Millionen D-Mark gehabt, hat um 1 Million die Xarifa gekauft und um eine weitere das Schiff ausgebaut und ist auf Weltreise gegangen und wurde weltberühmt. Das andere ist, dass dort sehr viele Sachen zu finden waren und wir eben von den Ungarn auch sehr viele Sachen gefunden haben. Warum Ungarn? In der Kernfestung der Alpen
gab es kaum mehr deutsche Soldaten, die waren alle gefallen und der Rest in Gefangenschaft. Hier waren 80.000 Ungarn, die die Alpenfestung verteidigte, 70.000 Tataren, 80.000 Kosaken und viele andere belgische SS, die diese Alpenfestung verteidigt haben. Mir ist auch zu Ohren gekommen, dass ja auch Panzerfahrzeuge versenkt worden sind. Da hast du bestimmt auch Kenntnis darüber. Naja, habe ich sogar schöne Bilder. Das waren gute Freunde, Taucher, die aus der Enns verschiedene Panzer geborgen haben. Und unter anderem auch eine Gulaschkanone. Da kam einer aus Deutschland, der hat gesagt, die habe ich versenkt, das ist meine. Na, das könnte jeder sagen. Dann hat er einen Schlüsselbund rausgefangen und das Schloss ist mein. Der hat den Schlüsselbund noch gehabt von seiner Kanone und der hat gepasst, also stimmt das. Daraufhin haben sie ihm die Gulaschkanone geschenkt. Ja, das ist ja ein feiner Zug. Im Wolfgangsee, glaube ich, liegen auch ein paar Sachen. Da gab es ja die ehemalige Kadettenschule, ist das korrekt? Ja, man muss natürlich wissen, dass die K&K Marine die größte war, die es je gab. Und diese Marinekultur in der Kaiserzeit war so derartig groß. Das bekannteste, was geblieben ist, sind die Wiener Sängerknaben, die noch heute in Marineuniformen auftreten. Und es gibt noch einen kleinen Marinebund, die diese Kultur am Wolfgangsee in der Marineschule aufrechterhalten. Das ist geblieben vom größten Marineverband, den es je gab. Ja, das ist sehr interessant. Wenn jetzt Tauchtouristen in Salzkammergut kommen, Sporttaucher, hättest du einen Tipp für die drei besten Tauchspots deiner Wahl, was du diesen Menschen empfehlen würdest, hier zu besuchen oder zu betauchen? Das ist sehr schwierig, weil ich nicht weiß, was diese Taucher am meisten interessiert. Aber diesbezüglich würde ich vorschlagen, sich an Gerhard Kaiser zu wenden, denn der kann genau Auskunft geben und der weiß auch, wo das liegt, weil der ist ja lange genug in meinen Kreisen gewesen, schon als Tauchschüler, der sich ganz genau auskennt. Und der weiß als Profi, wie das alles abläuft und wie er seine Gäste zum Urlaubserfolg führt. Den Gerhard Kaiser trifft man hier am Gossausee. Hier habt ihr ja euren Tauchclub verlegt vom Hallstatt hierher. Das ist richtig. Aus dem Grund, weil der Gossausee immer ein klareres Wasser hat und erlebnisreich ist. Und weil es hier weniger Probleme gibt wie am Hallstätter See. Apropos Traditionspflege, Nachwuchs. Wir haben vernommen, dass es auch einen ganz kleinen Nachwuchs gibt, den du schon ins Tauchen einführst. Naja, meine Kinder und meine Enkelkinder tauchen alle, das ist klar. Kann gar nicht anders sein, wenn ich nichts anderes kann. Okay, hast du noch einen Tipp, was du den Leuten, die jetzt hier das Salzkammergut besuchen, noch mitgeben möchtest? Sei es eine Botschaft, Natur zu genießen, zu erhalten, die Gewässer zu schützen oder Ähnliches? Also ich weiß nicht, was man schützen soll, weil ein Taucher ja überhaupt nichts roniert, der im Wasser schwebt und der bringt auch nichts ein. Ein Taucher ist ja kein Schädling, nirgends. Wir haben zwar eine eher Gegnerschaft, aber vor allem die Fischer, wobei nur eines den Fischen schadet, das sind die Fischer. Okay, Gerhard, herzlichen Dank für das kleine Interview hier an diesem wunderschönen Platz. Ich freue mich, dass du die Zeit gehabt hast, mit uns zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das würde mich sehr freuen und ich werde dich, wenn du nächstes Mal kommst, zu den Stellen führen, wo mir die Fische aus der Hand fressen. Wobei ich nicht zu den Fischen gehe, sondern die Fische kommen zu mir.